Weiter geht's bei Assassin's Creed Unity und wenn ich mich recht entsinne, haben wir ein Date. Und zu diesem geht über den Sonnenaufgang, Date Kallis. Werden wir jetzt einfach mal kurz gehen. Hallöchen. Eine vorsichtige Allianz. Sequenz 7, Erinnerung 1. Spielen. Elise. Oh, Elise. East St. Louis, 1. April 91, 1791. Die keuschen Brüder von Saint-Michel öffnen ihre Tore für alle Pariser Bürger, die in Not sind und Hilfe brauchen. Sie geben ihnen zu also? Ein Bett und Medizin. Also. Du warst wohl fleißig. Darüber lustig machen, so bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vertraust du mir? Das ist nur meine Meinung, aber wer eine Achtjährige auf dem Weg... Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Oh nein, das will ich nicht. Oh nein, das ist ganz böse. Der Typ, der uns immer Pisspot nennt, ich glaube, der ist richtig sauer gleich. Oh nein, ich will dich aber nicht in die Bruderschaft bringen. Das will ich echt nicht. Das ist das. Nein, das will ich nicht. Ich halte das für keine gute Idee, sie. In die Bruderschaft zu. Ist das? Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Viel Freude, mein Freund. Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen. Und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Sollte das eher heißen, beschütze sie, bevor Belek sie umbringt? Okay. Eieiei. Kommt hier doch noch die Romanze, auf die ich gewartet habe? Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden.
Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafreniere... Sorry, ich musste niesen. François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Darum. Nein, nein. Was zum... Elise! Das ist interessant, wie ihr Adlerauge... Warte doch! Wie schnell die rennen kann. Was hast du denn vor? Warte auf mich! Elise! Ich nehme an, sie will zu dem Geschäft. Soweit solltest du das schon verstehen. Wo willst du denn hin? Na los, frag zur Abwechslung mal auf mir rum. Scheiße. Was hast du denn vor? Aua. Okay, wunderbar. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Werden wir gerade verfolgt? Nee, oder? Und deine Adleraugen. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Komm schon, Elise. Ist wohl niemand daheim. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Mann, seht wer da ist. Tötet sie! Komm schon. Stech ihn einfach ab. Sollte nicht so großes Problem sein hier. Könntest du bitte dich beeilen? Was war das denn jetzt für ein Slide-Schnitt? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich sehe keine. Ach, jetzt sehe ich die Anzeige wieder. Darf ich nur ganz kurz meine Ausrüstung bitte sehen? Ich habe nämlich eine Frage. Ich dachte es mir, ich habe eine schlechte Waffe an. Eine extrem schlechte Waffe an. PN Offizierssäbel. Parieren, Schaden, Reichweite. Achso, halt, wie sieht man es hier aus? Schaden, Parieren, Geschwindigkeit. Schaden, Geschwindigkeit, Reichweite, Parieren. Gebogenes Fallchen. Nicht tödlich. Ich kann das auch hacken. Aber ich glaube, das bringt mir natürlich wenig. Habe ich noch teurere Sachen hier? Ja. Aber nur um sehr viel teurer. Wir nehmen mal so ein gerades Fallchen. Oder nehmen wir so ein gebogenes Fallchen. Sieht halt irgendwie ein bisschen komisch aus. So, als wäre das irgendwie nicht ganz geladen, die Texturen. Nehmen wir so ein Fallchen.
Kann ich das jetzt auch anziehen? Dankeschön, habe ich. Jetzt müsste ich auch mal wieder mehr Schaden machen. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir... Sie auftreten. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie... Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Na toll. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Wie schieße ich denn? Ach so. Da fliegst du uns zu. Das ist gar nicht gut. Wer mäßigt da? Stirb! Boah, wie viel Schaden. Holy shit. Was ist denn im Fenster drin? Ah, okay. Du entkommst nicht, du Marder. Scheiße. Schlechte Neuigkeit. Nein. Kill ihn, bevor er dich killt. Auch wenn gerade irgendwas mit dem Sound nicht zu stimmen scheint. Kopfschüsse. Ich soll die sogar theoretisch mit Kopfschüssen töten. Krieg ich zusätzliche, weiß ich nicht was. Hab ich so die Kopfschüsse hingekriegt? Glaub's ja nicht. Novize, hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Okay, alles klar. Die nächste Quest ist wieder hier irgendwo. Wir reisen mal eben hier hin. Das sollte nah genug sein, glaube ich. Dann jumpen wir einfach mal eben runter. Und hoppa, runter. Und 60 Meter entfernt ist schon das nächste Hauptziel. Das ist ja gut. Wir könnten hier was kaufen, brauchen wir aber, glaube ich, gerade gar nicht. Und diese Herausforderung hat mir überhaupt nichts gebracht, oder? Hier ist ein Hund. Hallo, Hund. Ein Treffen mit Mirabeau. Ja, Moment. Machen wir. Ja, warum? Ne, Deckung verlassen. Dankeschön. Mit F. Stört den armen Typen noch nicht beim Putzen. Ja, genau. Bis zum... Ah, no. Elise? Monsieur Mirabeau? Sie ist entführt worden? Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden.
Ich war's nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Oh Gott. Und was tun wir dann? Flüchten. Wir finden raus, was passiert ist. Oh nein. Oh, wie dämlich kann man sein. Das war Belek. Wieso habe ich das Gefühl, dass es Belek war? Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe das Gefühl, es war Belek. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Und Belek hatte das Zeichen. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Die Frage ist natürlich, kommt der liebe Meister Kemar gleich und... Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Noch irgendwas? Immer habe ich das Gefühl, dass die Leiche gerade durch das Adlerauge halb verschwunden ist. Gedrückt halten, um zu beschuldigen? Nö. Nee. Ich vertraue jetzt mal auf die Romanze, die mir tatsächlich hier gerade vorgaukeln. Der Punkt ist, jetzt lassen wir sie da alleine. Hey, das gehört mir! Hilfe! Irgendwer! Da läuft ein Dieb! Mach halt, Hilfe! Er rennt weg! Pourtant l'air civilisé. Gotcha. 2 von 15. Oh, jetzt ruckelt es aber ganz schön. Was ist denn hier los? Wo nutze ich eigentlich? Ich muss direkt hier in die Nähe. Okay, also. Jetzt lassen wir Elise da alleine, um dann mit Meister Kiara Wadawada zu sprechen. Kelmar. Das klingt jetzt nicht so geil. Und warum ruckelt das ganze Spiel gerade? Irgendwie mag mich das Spiel gerade nicht. Okay, sprechen wir mit ihm. Arnaud, hallo. Hi. Gerade leider keine Zeit, tut mir leid. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert. Aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke.
Okay, damit haben wir jetzt natürlich den nächsten. Typen. Der. Oh Gott. Okay. Der Witz ist, Moment. Hey, alles. Wieso kann ich da nicht mehr schnell hinter... Hä? Ach, ich kann mich nirgendwo schnell hin teleportieren, wenn ich hier bin. Oh, wirklich? Beschuldigen. Ach, ich kann jetzt alle beschuldigen, wie ich will, oder was? Na geil. Na super. Mein Freund, wie geht es dir? Soll ich jetzt irgendwie hier den Ermittler spielen, ja? Ja, okay. Wir sollen also eine Runde Detective Conan spielen. Gucken, wen wir beschuldigen werden. Also Elise, wie gesagt, ich behaupte einfach mal nein. Ich bin für Bellick. Ich bin sowas von für Bellick. Ich kann mich nirgendwo mal hinteleportieren. Warum nicht? Qu'est-ce qui peut le pousser à passer? Nur keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Entschuldigung. Ach komm, wir laufen einfach über die Brücke. Ist keine Lust zu schwimmen. Ich bin gerade zu faul zu. Wir machen kurz einen Cut.